Seit Wochen steigt die Zahl der Corona-Neuinfektionen auch in Pirna. Der Freistaat Sachsen hat deshalb seit dem 2. November verfügt, dass in den Fußgängerzonen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen ist. Wir haben uns gefragt, was sagen eigentlich die Pirner dazu? Ich finde das in Ordnung. Ich hatte auf meiner Corona-Warn-App eine Mitteilung, dass ich jemandem begegnet bin, der positiv war. Dann kommt einem der Virus unheimlich nahe. Und dann ist das nicht mehr anonym. Ja, auf öffentlichen Flächen ist es nicht unbedingt notwendig. Und dann, dass das halt jeder für sich selber entscheiden sollte, ob er das nur macht oder nicht. Nein, verändert nichts. Ja, es ist schon belastend, speziell gerade hier unter freiem Himmel. In Geschäften und in Räumen sehe ich das ein, aber hier unter freiem Himmel. Und wenn man da Abstände wehrt, weiß ich nicht, ob das unbedingt sein muss. Die Meinungen sind also geteilt. Was aber auffällt, trotz einigem Murren befolgen die Pirner die neuen Regelungen. Immerhin ist es eingefleischten Markttagfreunden dadurch möglich, weiterhin ihre Einkäufe im Herzen der Stadt zu machen. Nee, ich bin überrascht, dass wirklich hier so viel heute auch mit Maskenpflicht da ist. Ich hatte erst Angst, dass das heute hier alles nicht stattfindet oder dass da irgendwelche Einschränkungen ist, lange Warteschlangen oder so. War aber nicht der Fall. Also ich finde das eigentlich kein Unterschied zu vorher, muss ich sagen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass die keine Maske tragen wollen. Die quälen sich so ein bisschen, aber die tragen die Masken. Das Treiben auf dem Markt bleibt also, zumindest am Mittwoch, gewohnt agil. In den klassischen Einkaufspassagen sieht es aber schon anders aus. Auf jeden Fall. Also wir merken, dass die Kunden weniger werden. Ne? Also gestern war die Stadt wie ausgestorben. Da war kein Mensch da. Heute ist Markttag. Ja, da sind wir eigentlich gewöhnt, dass der Laden voll ist. Ne? Und ja, ist wirklich überschaubar. Und tatsächlich. Bereits gestern war das Aufkommen in den Straßen und Gassen ein ganz anderes. Klar ist, dass die Touristen fehlen. Aufgrund der neuen Corona-Verordnung mussten sie ihre Beherbergungen bis zum Wochenstart verlassen. Ein Umstand, der den Geschäftstreibenden zunehmend schwer im Magen liegt. Ich sag mal so, die Pauwe Marie, ne, da ist eigentlich das Weihnachtsgeschäft geht los, im Oktober schon. November ist ein sehr guter Monat. Unsere Stammkunden bekommen ihren Bonus, ihren jährlichen, und darauf freuen die sich, da kaufen die Weihnachtsgeschenke. Sollte auch der Weihnachtsmonat Dezember durch eine Maßnahmenverlängerung ausfallen, droht einigen Geschäften der Kollaps. Und dennoch, den Pirnern ist bewusst, warum die Einschränkungen des öffentlichen Lebens gerade jetzt notwendig sind. Naja, damit man das endlich mal in den Griff bekommt. Man hat ja einen großen Fehler gemacht, in dem man einfach zu lasch war in der Vergangenheit. Und jetzt muss man es ausbaden. Das hilft nun mal nichts. Wir können es nicht ändern. Wir müssen es so nehmen. Und hoffentlich hilft es, dass es dann ab Dezember wieder bitte in einigermaßen in normalen Bahnen verläuft. Ob nun einkaufen mit oder ohne Mundschutz. In puncto Gastlichkeit kann sich Pirna auch in der Corona-Zeit sehen lassen und bietet trotzdem zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten.